das schon wieder los? Diese vaganten Gaukler und Tunichtgute. Nie hat man seine Ruhe. Merkt dieses fahrende Volk denn nicht, dass sie den Künstler in seinem Werke nur ablenken? Heda, Gatte Israel, wachet auf! Hm? Was? Träumet ihr am helllichten Tage? Was ist denn, holdes Weib? Nun, sehet nur dieses fahrende Volk. Es ist wieder in der Stadt. Und die sonst ach so braven Bocholter Bürgersleut grölen, tanzen und singen, als seien sie von Sinnen. Nichts in der Stadt geht seinen rechten Gang. Selbst der ehrbare Meister Israel von Meckenem sitzt einfach hier an seinem Fenster und blickt träumend hernieder auf das Marktplatztreiben. Der Kupferstich für die hohen Domherren zu Münster scheint vollends vergessen, wie? Nein, nein, gutes Weib. Er sucht bei dem Treiben der Kirmes nur nach Inspiration. Seht dort, die Moriskentänzer. Die wären doch auch mal eines Kupferstiches wert. Meint ihr nicht auch? Unsinn! Welch ein Narr wolle sich schon ein Bild von hüpfenden Fremden in seine Kammer hängen. Schau, einige dieser Gaukler haben auch wieder Apparaturen und Konstrukte aufgebaut, welche direkt den inneren Höllenkreisen entsprungen zu sein scheinen. Grell leuchtend, laut und hoch in den Himmel ragend. Und nicht mal der Gottesfürchtigste schreckt davor zurück, seine eigene Brut in diese neumodischen Folterwerkzeuge hineinzuziehen. Ach, so lassen Sie doch die Kinder. Die haben doch ihre rechte Freude an dem alljährlichen Treiben. Etwa bei Star Trek oder bei Zirkus Zirkus, hier direkt vor unserem Hause. Schauen Sie doch nur, wie die Kleinen lachen. Verba vana aut risui abdanon loqui. Hä? Sprich keine leeren oder zum Lachen reizenden Worte. So las ich einst in einem Buch über eine Rose. Das Lachen verzieht die Gesichtszüge zu einer unmenschlichen Fratze. Es scheint mir wie ein wildes Rasen. Und auch das Treiben dort unten ist ein Rasen. Immer schneller, immer lauter. Erinnere sich mein Herr Gemahl noch an die erste Kirmes? Damals zur Kirchweihe von St. Georg im Jahre unseres Herrn 1455. Begangen mit einem zünftigen Gelage. Mit Musikern und Feuerschluckern, mit Stelzenläufern und Schwerttänzen. Und nicht zu vergessen, den Zuckerbäckern mit den echten Bocholter Honigkuchen. Aber hat mein Weib nicht schon zu diesen Zeiten Zeta und Mordio geschrien, weil es ihr zu laut in der Stadt ward? Hüte er seine Zunge, Mann! Als Treusorgenweib saß ich alle Tage und Nächte zu Hause und harrte darauf, dass mein Gemahl Meister Israel endlich wieder heimkehre. Und das kam er. Am Kirmesmontag. Stern, Hagel, voll. Nun, alles zu Ehren des heiligen St. Georg, will ich meinen. Was störe sich mein Weib eigentlich daran, dass die Menschen in Bocholt Freude daran finden, in den Straßen zu feiern? Vermutlich ist es auch eurem Gezeter zu verdanken, dass nach Mitternacht kein Tropfen mehr von den Tavernen auf der Ravadi-Straße ausgeschenkt werden darf. Und überhaupt dient diese Geselligkeit auf den Straßen und in den Tavernen nur dem guten Ruf der Stadt. Selbst die fahrenden Studenten werden gelegentlich innerhalb unserer Mauern sesshaft. Und das diene doch wohl dem Geschäfte aller. Dem Geschäfte? Auch dem euren, lieber Israel? Wie solle das gehen? Im Dauernebel des Weins und Mets? Ganze Amphoren zwang er im Ravadi-Viertel in sich hinein und am nächsten Tag wieder hinaus. Genau wie jene in den wilden, neumodischen Teufelsmaschinen. Nun schweigt aber mal, Weib. Dem Mensch will stets Neues geboten werden. Und das ist auch gut so. Denn sonst würde alles in einem tristen Grau versinken und auch niemand würde meine Kupferstiche mehr kaufen. Unser Stadtrat bietet all das den Menschen und nicht nur den Bocholtern. Selbst Fremde aus der Grafschaft Kleve oder aus den niederen Landen kommen und erfreuen sich unserer Kirmes. Dass ihr für diese Fremden wieder einmal eine Lanze brecht, das schien mir doch allzu klar. Ja, warum denn auch nicht? Zu Kleve lebte ich schließlich einige Jahre höchst selbst. Und jene aus den niederen Landen sind doch gar lustige Gesellen. Immer fröhlich, gesellig und vor allen Dingen höflich. Da könntet ihr noch so einiges von lernen. Und ertappte ich nicht auch mein ach so erzürntes Weib so manches Mal, wie sie gemeinsam mit Gerlinde, der Gemahlin des Scharfrichters Schweppes, nach guter Bocholter Sitte auf der Kirmes ihr neues Winterkleid präsentierten? Pappelapapp, ich bleibe dabei, eine törichte Unsitte, diese Herbstkirmes. Zumal der Herbst längst im Sommer gleiche, anders als in der guten alten Zeit,
als im Oktober schon der Wintereinzug hielt und das neue Winterkleid wahrhaft nötig war. Ohnehin schwant es mir, mit dem Gauklerfest pfuscht der Mensch in Gottes Werk. Denkt allein an das Riesenrad, auf welches sich die Narren gar aus freien Stücken flechten, bis hinauf in die Wolken. Gar gotteslästerlich. Letztes Jahr frohlockte ich schon, es sei vorbei mit diesem Teufelsgerät, aber nein, wie ein riesiger Pilz schraubte sich ein Rad waagerecht noch weiter in die Höhe. Oh ja, ich hörte davon. Kennen die Narren denn gar kein End? Sämtliche Kirchtürme hat man von dort oben sehen können. Ja, sogar St. Gudula in Rede. Ach, wäre ich doch auch dort oben gewesen. Im Gegensatz zu euch, mein Weib, macht mir Höhe ja nichts aus. Aber dieses Jahr ist das Riesenrad ja wieder da. Wer läutet denn da? Um diese Uhrzeit? Na, dem werde ich Beine machen. Oh, es ist der gesamte hohe Stadtrat und fragt, wo denn ihr alter Freund und Kupferstecher sei. Er solle herauskommen. Er habe die grünen Karussells der Kirmes zu testen. Grüne Karussells? Was soll denn jenes heißen? Geschäfte, davon versteht ihr nichts. Ach, und Weib, macht euch keine Sorgen. Heute Abend wird es bei mir wohl später.